Leute, ich mache keine Debatte. Keine Debatte mit einem Mordet. Mit einem Mordet mache ich höchstens einen Bärnackelfight. Wie diesen Typen, den du da gerade genannt hast. Leute, wie soll ich mit diesem Mordet eine Debatte machen? Dieser Typ hat schon damals als Spion gearbeitet für den Verfassungsschutz und gegen mich gehetzt. Das ist ein hinterhältiger Typ. Und dann soll ich mich mit ihm hinsetzen und noch mehr Leute auf den Livestream setzen, noch mehr Leute dazu bringen, ihm zuzuhören. Wir haben unsere Möglichkeit, unsere Botschaft hier zu überbringen. Wie soll ich denn mit ihm reden? Ha, mein Bruder, nett. Oder wie? So rede ich nicht mit Leuten, die den Propheten beleidigen, Leute. Und das ist nicht die Art, die islamische Art, mit Leuten zu reden, die den Propheten beleidigen. Das ist die Art der Salaf, wie man mit dem normalen Nicht-Muslim redet. Nicht mit Leuten, die vom Islam abgefallen sind und den Propheten beleidigen. Leute, die den Islam beleidigen und den Islam abgefallenen Propheten beleidigen, da gab es von den Propheten a.s.w. nur eine Botschaft für. Das müsst ihr verstehen. Und ganz klar und deutlich. So. Und wie soll das dann aussehen? Wie soll ich mit dieser Person reden? Alles, was er sagt, können wir auch auf andere Art und Weise widerlegen. Und nicht noch auf ihn aufmerksam machen, Leute, die ihn nicht kennen. Und deswegen nenne ich den Namen auch nicht, du weißt, worum es geht.